Kinder wie unser Reeder sind nicht gefragt worden, ob sie flüchten wollen. Sie haben auch nicht entschieden, auf welche Weise, legal oder illegal, sie nach Österreich kommen. Sie versuchen, sich hier einzuleben, Freunde zu finden, die Sprache zu lernen. Hallo, mein Name ist Nelson Kabaku und ich möchte euch in meiner Zeit begrüßen, dem Jahr 2035. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, spielt vor vielen Jahren im Herbst 2014 und handelt davon, wie sich meine Eltern trafen. Meine Mama, sie heißt Kim, und mein Vater, er heißt Reda, sind schon gemeinsam in die Volksschule gegangen, aber verliebt. Richtig verliebt haben sie sich erst in diesem aufregenden Herbst, den sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Ferien, jetzt sag schon, wo warst du? Eiffelturm bis Côte d'Azur, Frankreich ist Aufregung pur. Das Wetter war zwar nicht der Hit, dafür sah ich in Cannes Brad Pitt. Das ist meine Mama Kim. Im Boot mit jedem Wellengang. Jetzt mach kein Schmerz. Das ist mein Papa Reda. Nein, nicht der Dicke, der Kleine rechts. Griechenland, Schotterteich, New York oder Peru. Einmal um die halbe Welt oder nur nach Fürstenfeld. Ferien, jetzt sag schon, wo warst du? In Ägypten warst du schön, ich hab die Pyramiden gesehen. Mein Bruder Karl ist dort verschwunden, doch leider haben wir wieder tun. Der Grund, warum wir die Geschichte vom Sohn der Hauptdarsteller in der Zukunft erzählen lassen, ist einerseits von Anfang an Druck von unseren Zuschauern zu nehmen. Es geht gut aus. Andererseits würde es Nelson gar nicht geben, wenn die Geschichte anders ausgegangen wäre. Na und? Sag, Reda, was habt denn ihr diesen Sommer gemacht? Nicht viel, Kim. Mein Vater hat wieder ziemlichen Stress wegen dieser Asylgeschichte gemacht. Der kriegt jetzt echt die Panik. Redet nur noch von solchen Zetteln. Bescheide heißt das, glaube ich. Außerdem ist er total frustriert, weil er noch immer nicht arbeiten darf. Warum darf dein Papa eigentlich nicht arbeiten? Weil du als Asylwerber in Österreich nicht arbeiten darfst. Das wissen aber die wenigsten. Und dann sagen sie immer, dass er und andere Flüchtlinge nur herumsitzen und Geld kosten. Aber was soll er denn machen, wenn er nicht arbeiten darf? Was ist das überhaupt für ein komisches Gesetz? Man darf nicht arbeiten! Aber du mach dir keine Sorgen. Ich meine, was sollte schon Großartiges passieren? Ihr seid doch schon so lange in Österreich. Ihr gehört doch zu uns. Danke. Ja, Papa hatte sich heimlich in Mama verliebt. Sein bester Freund Kurt hatte dafür wenig Verständnis. Ich bin noch immer schneller als du. Ein Kunststück bei meinem Gewicht. Gut. Ist sie nicht schön? So schön. Da war noch die neue Klassenlehrerin, Frau Januszek. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Guten Morgen! Guten Morgen! Also, ich bin euer neuer Klassenvorstand, Frau Januszek. Und wir werden gemeinsam Geschichte und Mathematik lernen. Gut recherchiert. Natürlich möchte ich euch auch gerne kennenlernen. Sagen wir doch einfach, jeder von euch stellt sich einmal ganz kurz vor. Wer möchte denn beginnen? Wenn ich das kurz erläutern darf. Mein Name ist Andreas Sonkowitsch und ich wurde am 14. September 2002 um 7.13 Uhr in der Wiener Semmelweis Klinik exakt
5 Minuten und 34 Sekunden vor meiner Zwillingsschwester Kim geboren. 51 cm groß, 3684 Gramm. Mit 7 hatte ich eine Mandel-OP und mit 10 wurde mir der Blinddarm entfernt. Mit 10 habe ich eine Augenklinik aufgesucht, die dann meine Augen eingewässert haben und für die Nachwelt. Das ist übrigens mein Onkel Andi. Manche Leute behaupten, dass ich ihm ein bisschen ähnlich sehe. Frau Januszek schien sehr nett zu sein. Warum werden Kriege geführt, Menschenrechte ignoriert? Warum lernen wir nicht, wieso denken wir nicht? Was hat die Menschen angetrieben? Wieso sind sie nicht am Baum geblieben? Hat das Leben einen Sinn? Warum? Woher? Verzeihen Sie bitte die Störung! Oberinspektor Bosbischil, Fremdenpolizei. Ist die echt? Willst du eine beißen? Geht ein gewisser Reda Kippe Kaiu in Ihre Klasse? Ja, Kapako. Oder so. Aber was wollen Sie von ihm? Du heißen Reda Kippe Kaiu? Kapako. Gesundheit. Ich dich müsse mitnehmen auf Polizeistation. Da. Warum redet der so komisch mit mir? Ach, komm mit. Hey, jetzt lassen Sie mich los. Was habe ich denn angestellt? Moment einmal, Sie können doch nicht einen Schüler mitten aus dem Unterricht holen. Vor seinen Mitschülern. Ich lasse Sie mit Reda nicht aus dem Klassenzimmer. Ohne einen Haftbefehl oder wie das bei Ihnen heißt. Mir war von Anfang an klar, dass das Thema Asyl ein sehr polarisierendes, emotionales ist. Soll ich wirklich das Risiko eingehen, über dieses Thema ein Theaterstück für Kinder zu schreiben? Doch jedes Mal, wenn ich die Zeitung aufschlage oder einen Bericht im Fernsehen über das Schicksal von Flüchtlingskindern sehe, dann weiß ich, das Risiko lohnt sich. Aber was soll ich denn in Tschetschenien? Hier habe ich meine Freunde. Hier ist mein Zuhause. Dort kenne ich doch niemanden. Ich kann ja noch nicht einmal die Sprache. Dort bin ich ein Ausländer. Ja, hallo, ich bin der Christian Reumann, Kinder- und Jugendanwalt von Burgenland. Und natürlich in meiner Tätigkeit immer mit der Thematik Flüchtlingskinder befasst. Und ich finde es ganz toll, dass der Gerd und der Sisse das Thema aufgegriffen haben und meines Erachtens ein ganz tolles Stück produziert haben, das vor allem nicht diskriminierend und konfrontierend in irgendeiner Richtung ist, sondern die Kinder wirklich einlädt, mitzugehen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, was mir ganz wichtig ist, weil, sage ich mal, die Botschaft, Menschlichkeit kommt immer zuerst, kommt ganz toll rüber. Wo ist meine Heimat? Was ist dein Zuhaus? Wenn man drauf keinen Reim hat, kennt man sich nicht aus. Wo ist der Platz, an den ich gehöre? Wo ich geliebt bin und niemanden störe? Wo ist meine Heimat? Was ist dein Zuhaus? Wenn man drauf keinen Reim hat, kennt man sich nicht aus. Das war ein Schock für Papa. Damals im Jahre 2014 war es noch erlaubt, Menschen, auch Kinder, ins Gefängnis zu stecken, um sie dann in die Länder zurückzuschicken, aus denen sie gekommen sind. Damals musste man noch um etwas namens Asyl ansuchen, wenn man aus fremden Ländern kam und in Österreich wohnen wollte. Meine Eltern haben 1000-mal versucht, es mir zu erklären. Aber kapiert habe ich es nicht wirklich. Für Mama war es damals auch nicht leicht.
Stundenlang hab ich versucht, das Ganze zu verstehen. Asylantrag ist abgelehnt und Reda muss jetzt gehen. Kann das denn vernünftig sein? Bin ich dafür noch zu klein? Verdammt nochmal, versteht ihr nicht, dass meine Welt zusammenbricht? Ich reiß dich in Stücke. Doch der Polizist Bosbischil, der Papa abgeholt hat, gab Kurt und Andi einen Tipp, wo sie ihn hingebracht hatten. Also machten sie sich mit Mama auf den Weg. Allerdings war Papas Zelle sehr weit oben. Und so musste auch Kurt seinen Beitrag leisten. Andi? Du sollst Kim auf deine Schultern setzen. Wer, ich? Hey, bitte, Kurt! Warum nicht? Etwa ich vielleicht? Na, warum nicht? Wenn ich das kurz erläutern darf. Aufgrund einer mir angeborenen Fehlstellung im Bereich des fünften Lendenwirbels und der daraus resultierenden chronischen Lumbalskoliose ist es für mich vollkommen unmöglich, solch schwere Lasten... Andi! Ich meine, natürlich, nein. Aber ich krieg doch auch so leicht Kreuzweh. Oh, bitte kurz. Okay, aber nur kurz. Ja, nur ganz kurz. Okay. So. Jetzt zum Fenster kocht. Ich seh nix. Oh, dreh dich mal um. Geh nach links. Das andere links kocht. So, geht. Geht. Schneller kocht. Ja. Aua! Also da war eine Absperrung. Danke für die Info. Gerne, Kurt. Und was sehr wichtig ist für mich, Humor darf nie zu kurz kommen. Die beiden waren sehr glücklich über diesen kurzen Moment. Außerdem hatten die Freunde eine super Idee. Mein Opa, Kim und Andis Vater, war damals ein sehr berühmter Anwalt. Vielleicht könnte er ja helfen. Er hat schließlich den Dings vertreten. Ihr wisst schon, den Dings. Zur Sicherheit hat Mama die Frau Januszek mitgenommen. Eine kluge Entscheidung. Das Besondere daran, Theater für Kinder und Jugendliche zu spielen, ist, dass man auf der Bühne die Reaktionen aus dem Publikum viel intensiver spürt. Weil Kinder und Jugendliche sehr, sehr spontan, emotional und ehrlich reagieren. Das macht einfach Spaß. Opa hat tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, den Fall neu aufzurollen. Als Unterstützung organisierten die Freunde eine... Na, wie hieß das damals? Demonstration. Divergierenden Meinungen seitens der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft bezüglich der Sicherheitslage in entscheidet das Hohe Gericht die Verhandlungssache Charles und Reda Kpaku
zugunsten des Antragstellers zu ermessen und die Entscheidung auf Abschiebung zu revidieren und diese auszusetzen. Die Verhandlung ist geschlossen. So, und jetzt gehen wir zum Landmann. Was? Das Urteil hat niemand richtig verstanden. Aber das Wichtigste war... Wir dürfen bleiben! Aha. Zwei Jahre musste Papa noch warten, bis er endgültig erfuhr, dass er für immer in Österreich bleiben darf. Mama und Papa waren seit dieser Zeit unzertrennlich. Bis heute. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns ja einmal im Theater. Oder wir spielen auch gerne an eurer Schule. Träume